So. Okidoki. Da sind wir wieder. Nein. Da. Wieder neue Map. Map 3. Wir brauchen wieder einen Außenbereich. Der soll wieder 2000 mal 2000 sein. Was ist das so? Ah ne, 4000 mal 4000, ne? Wobei, es soll ja ein Raum sein. Von daher ein bisschen kleiner kann ich sein. Kann ich schaden. So. Bam. Okay. Wir haben jetzt einen Raum. Ne? An dem Raum ist so erstmal nichts Besonderes. Alles schön, alles gut. Aber wir werden ja nicht, werden wir nicht. Wir setzen jetzt ein Tunnel. Dazu brauchen wir hier erstmal das hier wird unser Tunnel. Ich muss nur aufpassen, der sollte ein bisschen gerade bleiben. Ich setze mal kurz das Ding ein bisschen runter, dann ist es einfacher, präzise zu arbeiten. So, so, wow, sieht doch schon besser aus hier. Sieht doch gut aus, kann man noch arbeiten hiermit. Ja, ja. Perfekt. Und der Tunnel hat natürlich nicht nur eine Außenhaut, sondern auch natürlich auch eine Innenhaut, weil es ist ja rund, man kann ja durchgehen. Ne? Dementsprechend gehen wir es doch mal wieder ein bisschen feiner. So. Und machen. So, so, so. So. Gut. Das hier ist unser Tunnel. Der Tunnel selber ist natürlich eine. Was tue ich hier? Ich kann die Dinge auch einfach löschen. Spare ich mir eine Menge Arbeit. Nein! Das Falsche. Das da. So. Das hier ist der Tunnel. Ha? Wieder alle schön markieren hier. Das Ding ist auch wieder ein leckerer Tunnel, aber damit nicht alle meckern mit, es fehlt die Abwechslung, machen wir mal hier. Ne? Es soll immer ein bisschen abwechselnd bleiben. Mal mit Erdbeerkonfitüre und mal mit Erdnussbutter oder was auch immer das gelbe hier darstellen soll. So. Aber dieser Tunnel wäre natürlich kein magischer Tunnel, wenn er nicht eine super geniale Fähigkeit hätte. Und jetzt, Achtung, es wird gruselig. Wir setzen hier eine Linie hin. Natürlich wieder genau falsch rum. So rum. Ja, die Linie können wir eigentlich klauen. Die brauchen wir nicht mehr. Egal, das ist einfach da. Die ist aber jetzt erstmal nicht wichtig. Beziehungsweise, wir machen es einfach, damit es übersichtlicher bleibt. Nehmen wir die mal doch weg. Sonst wird es zu unübersichtlich. So. Das sind hier die beiden Linien. Da Linie. Und da hinten auch Linie. So, und das sind natürlich, wer hätte ich gedacht, ja, man ahnt ja sowas bereits mittlerweile. Man ist ja bei mir nichts anderes mehr gewohnt. Arschlöcher. Portale. Bam, bam, der soll zur 2 gehen und ist natürlich wieder ein Interactive. Da. Das tun wir jetzt die 2. Ne, die 1. Ne? Also muss das die 2 sein. Werden wir gleich sehen. Ja, funktioniert. Und schon haben wir ein, ja, wie sagt man, Wurmloch, nicht wirklich, aber zumindest, ach halt, ich habe Starten vergessen. Ja, ich weiß, ich bin ein böser Mensch. Das hier fehlt natürlich noch. Wir müssen ja irgendwo starten. So, hier haben wir unseren Raum mit dem Tunnel drin. Und jetzt wird super magisch. Wir sind auf einmal. Was ist denn das? Wow! Wir sind auf der anderen Seite des Raums. Geronimo, das kann ja nur Magie sein. Manchmal. Das ist kurz, das ist lang. Was geht hier ab? Bin ich hier in der Hölle? Ja, und das sind halt so schicke Sachen, die man halt mit solchen Teleportern halt machen kann. Also viel
magisches Bim-Bam hatten wir jetzt in der vorigen Folge, hatten wir ja auch mit dem, dass man in den Raum reingehen kann und auch vorher reingucken kann. Ja, solche Sachen halt. Oder aber halt in dem vorletzten Video, da hatten wir ja ein bisschen realitätsnahe Sachen gemacht, hatten wir halt praktisch die Problematik mit dem Raum-über-Raum-Problem. Ja, und in der nächsten, ich mach noch eine einzige Map, da behandeln wir dann den magischen Würfel. Ist super easy eigentlich. Nichts Großes, nichts Schweres, nichts, wo man sagen könnte, wow, aber es sieht halt ultra witzig aus. Ja, ciao mit V.